Erster Autor ist Professor Konstantinidis aus Mainz. Hier sehen Sie die Vielzahl der übrigen Autoren aus den verschiedenen Ländern Europas. Empfehlungsgrade und Evidenzgrade. Hier die Empfehlungsklassen nochmals in Erinnerung gebracht. Klasse 1 wird empfohlen, ist indiziert, Evidenz und/oder allgemeine Übereinkunft, dass eine Therapieform oder eine diagnostische Maßnahme effektiv, nützlich oder heilsam ist. Klasse 2, hier widersprüchliche Evidenz und/oder unterschiedliche Meinungen über den Nutzen, Effektivität einer Therapieform oder einer diagnostischen Maßnahme unterteilt in die Klasse 2a. Evidenzen, Meinungen favorisieren den Nutzen bzw. Effektivität einer Maßnahme. Das Wording ist, sollte durchgeführt, erwogen werden. Und Klasse 2b, Nutzen, Effektivität einer Maßnahme ist weniger gut durch Evidenzen, Meinungen belegt, kann durchgeführt, erwogen werden. Das Wording hier. Und die Klasse 3, das sind Evidenz oder allgemeine Übereinkunft, dass eine Therapieform oder eine diagnostische Maßnahme nicht effektiv, nicht nützlich oder nicht heilsam ist. Und im Einzelfall sogar schädlich sein kann. Das Wording hier sollte nicht durchgeführt werden, müssen vermieden werden, ist kontraindiziert, ist nicht indiziert. Die Evidenzgrade A, B und C. A, Daten aus mehreren randomisierten klinischen Studien oder Metaanalysen. B, Daten aus einer randomisierten Studie oder mehreren großen nicht randomisierten Studien. Und C, beruht dann auf Konsensusmeinung von Experten und oder kleinen Studien, retrospektiven Studien oder Registern. Hier nun das Kapitel Diagnose. Klinische Präsentation. Es gibt klinische Vorhersageregeln. Hier die revidierte Genfer klinische Vorhersageregel. Es gibt Items, frühe Lungenembolie, tiefe Beinvenenthrombose, Herzfrequenz, chirurgischer Eingriff, Fraktur in den letzten Monaten, Hämoptyse, aktives Karzinom, einseitige Unterextremitäten, Schmerz, Schmerzen bei Palpation unter tiefe Beinvenen, unilaterales Ödem und Alter über 65 Jahre. Diesen Items werden in der originalen Version diese Punkte zugeordnet, in der einfachen Version bis auf die Herzfrequenz über 95 jeweils ein Punkt. Und daraus ergibt sich dann eine klinische Wahrscheinlichkeit niedrig, intermediär und hoch in einem zweistufigen Score darüber dann 0 bis 2 Punkte LE unwahrscheinlich und größer gleich 3 Punkte Lungenembolie wahrscheinlich. Häufig eingesetzt wird auch der Wells Score. Auch hier Items, früher Lungenembolie, Beinvenenthrombose, eine Herzfrequenz über 100 pro Minute, chirurgischer Eingriff, Immobilisation innerhalb der letzten 4 Wochen, Hämoptysen, aktives Karzinom, klinische Zeichen der tiefen Beinvenenthrombose und auch der Punkt alternative Diagnose weniger wahrscheinlich als Lungenembolie. In der vereinfachten Version jeweils ein Punkt, das heißt maximal sind 7 Punkte möglich und auch hier gibt es dann bei der vereinfachten Version bei 0 bis 1 Punkten LE unwahrscheinlich und LE wahrscheinlich größer gleich 2 Punkte. Altersadjustierte Dedimer-Werte. Bei Patienten über 80 Jahren nimmt die Spezifität der Dedimer-Bestimmung auf ungefähr 10% ab. Altersadjustieren bedeutet, ab dem 15. Lebensjahr multiplizieren wir das aktuelle Lebensalter mit 10 Mikrogramm pro Deziliter, also nicht der starre Einsatz des starren Cut-Offs von größer 500 Mikrogramm pro Deziliter als Cut-Off gilt für die Dedimere. Zum Beispiel bei einem alten Patienten 75 Jahre alt, Cut-Off wäre dann größer 750 Mikrogramm pro Deziliter. Dedimer-Cutoffs adaptieren dann klinische Wahrscheinlichkeit. Hier zugrunde gelegt wird die Years-Studie zur klinischen Entscheidungsregel. Hier war eine Lungenembolie ausgeschlossen bei fehlenden klinischen Befunden des Wells-Scores und einem Dedimer unter 1000 Mikrogramm pro Deziliter. Und eine LE konnte ausgeschlossen werden bei ein oder mehr klinischen Zeichen und Dedimer kleiner 500 Mikrogramm pro Deziliter. Point-of-Care-Dedimer-Bestimmung. POC-Dedimer-Bestimmung hat eine niedrige Sensitivität und niedrigen negativ-prädiktiven Wert. Sensitivität von 88% versus 95% im Vergleich zu einem Labor-Dedimer-Bestimmung. Eine POC-Dedimer-Bestimmung sollte nur bei Patienten mit einer niedrigen Prätestwahrscheinlichkeit eingesetzt werden. Bildgebende Verfahren zur Diagnose der Lungenembolie. Hier in dieser Tabelle sehen wir Methodenstärken, Schwächen und Angaben zur Strahlung. CT-Pulmonalis-Angiografien sind schnell verfügbar, rund um die Uhr in den meisten Zentren, exzellente Genauigkeit, starke Validierung in Studien, nie die Rate nicht eindeutiger Ergebnisse, 3 bis 5%, nur alternative Diagnosen nach Ausschluss LE können gestellt werden. Lungenerkrankungen, Pneumothorax, Aortendissektion, schnelle Messzeit. Schwächen sind die Strahlenexposition. Exposition jodharter Kontrastmittel, beschränkter Einsatz bei Jodallergie, Hyperthyreose, Risikoschwanger bei Schwangerschaften, stillenden Frauen,
kontraindiziert bei schwerer Niereninsuffizienz. Es besteht eine Tendenz zum übermäßigen Einsatz wegen der raschen und schnellen Verfügbarkeit und die klinische Relevanz subsegmentaler Lungenembolien ist unbekannt. Die Strahlung muss berücksichtigt werden, die effektive Dosis 3 bis 10 Mikrosievert, signifikante Strahlenbelastung bei Brustgewebe junger Frauen. Planare Ventilationsperfusionsszintigraphie nahezu, keine Kontraindikation, relativ kostengünstig, starke Validierung in Studien, ist allerdings nicht sofort verfügbar in den meisten Zentren. Es gibt eine Inter-Observer-Variabilität in der Befundung. Die Resultate werden als Wahrscheinlichkeitsratios berichtet, nicht eindeutig in 50% der Fälle und können keine alternative Diagnose zur Lungenembolie-Diagnostik liefern, hat allerdings eine niedrige Strahlendosis als die CT-Pulmonalangiografie von ungefähr 2 Mikrosievert. Ventilation, Perfusionsspekt, nahezu keine Kontraindikation, niedrigster Anteil nicht diagnostischer Ergebnisse, kleiner 3%, eine hohe Genauigkeit. Es gibt eine binäre Interpretation, hier nur LE versus keine. Schwächen sind die Variabilität der Technik, Variabilität diagnostischer Kriterien, können keine alternative Diagnose zur Lungenembolie liefern, keine Validierung in prospektiven Studien, hat eine niedrige Strahlendosis als die CTPA, ungefähr 2 Millisievert. Und die Pulmonalis-Angiografie ist der historische Goldstandard, ist aber invasiv mit den möglichen Komplikationen, auch nicht sofort verfügbar in den meisten Zentren, hat die höchste Strahlendosis, effektive Dosis 10 bis 20 Mikrosievert. Hier eine sehr schöne Abbildung aus der Publikation zu den Möglichkeiten der translokalen echokardiographischen Parameter zur Erfassung der rechtsventrikulären Belastung. In A sehen wir dann den vergrößerten rechten Ventrikel in der parasternalen langen Achse, auch der dilatierte rechte Ventrikel in dem Vierkammerblick mit einer basalen RV-LV-Ratio größer gleich 1,0 und das McConnell-Sign. Hier der rechte Ventrikel lagert sich davor in dem Vierkammerblick. Ganz wichtig dann auch in der parasternalen kurzen Achse das abgeflachte intraventrikuläre Septum als Zeichen, die distendierte Inferior Vena Cava Inferior mit abgeschwächter inspiratorischer Kollaps in der subkostalen Blick. Dann die Doppler-Untersuchung, das 60-60 zeigen, die Koexistenz aller Aktionszeit der pulmonalen Ejektion. Kleiner 60 Millisekunden, einen mid-systolischen Notch, den wir hier in diesem Flussprofil über der Pulmonalklappe sehen, mit einem leicht erhöhten, kleiner 60 Millisekunden Peak-systolischen Gradienten in der Trigospidalklappe. Wir können auch in dem rechten Herzkavitäten gegebenenfalls in bis zu 15% der Fälle sogenannte Transittromben erkennen. Im M-Mode-Doppler können wir eine herabgesetzte Tricuspid-annular-planale systolische Exkursion, die TAPSE, beobachten, die, wenn sie kleiner 16 mm beträgt, auf eine rechtsventrikuläre Dysfunktion hinweist. Und im Tissue-Doppler-Imaging kann es eine abgeschwächte peak-systolischen Geschwindigkeit im Tricuspid-Annulus unter 9,5 cm pro Sekunde auf eine rechtsventrikuläre Belastung hinweisen. Wesentliche Empfehlungen: hämodynamische Instabilität. Bei Verdacht auf eine Lungenembolie mit hohem Risiko hämodynamische Instabilität wird eine bettseitige Echokardiographie ohne eine CTPA in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit und der klinischen Situation empfohlen, Klasse 1C. Bei Verdacht auf eine Lungenembolie mit hohem Risiko hämodynamische Instabilität wird eine sofortige intravenöse Antikoagulation mit unfraktionierten Heparin mit gewichtsadjustierter Bolusinjektion ohne Verzögerung empfohlen, 1C. Lungenembolien ohne hämodynamische Instabilität. Der Einsatz validierter Kriterien zur Diagnose einer Lungenembolie wird empfohlen, Klasse 1b. Bei Patienten mit einer hohen und intermediären klinischen Wahrscheinlichkeit einer LE wird die Einleitung einer Antikoagulation ohne Verzögerung noch während des diagnostischen Prozesses empfohlen, Klasse 1c. Empfehlung klinische Untersuchung. Es wird empfohlen, dass die diagnostische Strategie auf der klinischen Wahrscheinlichkeit basiert, die entweder durch die klinische Beurteilung oder durch validierte Vorhersageregeln vorgenommen wird, Klasse 1a. Empfehlung zu den Dedimeren. Die Bestimmung der Plasma-Dedimere, vorzugsweise mit einem mit dem hochsensitiven Assay, wird bei ambulanten Patienten und Patienten der Notaufnahme mit einer niedrigen oder intermediären klinischen Wahrscheinlichkeit empfohlen oder bei Patienten, bei denen eine LE unwahrscheinlich ist, um eine unnötige Bildgebung und Strahlung zu vermeiden, 1a.
Als Alternative zu einem fixen Dedimer-Cut-Off sollte ein negativer Dedimer-Test mit einem alterattestierten Cut-Off Alter mal 10 Mikrogramm pro Deziliter bei Patienten über 50 Jahre zum Ausschluss einer Lungenembolie bei Patienten mit einer niedrigen oder intermediären klinischen Wahrscheinlichkeit oder bei Patienten, bei denen eine LE unwahrscheinlich ist, verwendet werden. 2AB. Als Alternative zu fixierten oder altersadjustierten Dedimer-Cut-Off-Werten sollten Dedimer-Spiegel, die an die klinische Wahrscheinlichkeit adaptiert werden, eingesetzt werden. 2AB. Die Bestimmung der Dedimere wird bei Patienten mit einer hohen klinischen Wahrscheinlichkeit nicht empfohlen, da ein normales Resultat selbst bei Verwendung eines hochsensitiven Assays eine Lungenembolie nicht sicher ausschließt. Klasse 3A. Empfehlung zur CT-Pulmonalis-Angiografie. Eine Lungenembolie ist ohne weitere Diagnostik auszuschließen, wenn die CTPA bei Patienten mit einer niedrigen oder intermediären klinischen Wahrscheinlichkeit unauffällig ist. 1a. Es wird empfohlen, eine Lungenembolie ohne weitere Diagnostik anzunehmen, wenn die CTPA segmentale oder proximale Füllungsdefekte bei Patienten mit einer intermediären oder hohen klinischen Wahrscheinlichkeit zeigt. 1b. Eine Lungenembolie sollte ohne weitere Diagnostik ausgeschlossen werden, wenn die CTPA bei Patienten mit einer hohen klinischen Wahrscheinlichkeit oder bei Patienten, bei denen eine LE wahrscheinlich erscheint, unauffällig ist. 2AB. Weitere bildgebende Verfahren können bei den Patienten durchgeführt werden, bei denen sich isolierte Füllungsdefekte in der CTPA finden. 2BC. Eine Lungenembolie sollte ohne weitere Diagnostik ausgeschlossen werden, wenn die CTPA bei Patienten mit einer hohen klinischen Wahrscheinlichkeit oder bei Patienten, bei denen eine LE wahrscheinlich erscheint, unauffällig ist. 2AB. Eine CT-Venografie wird nicht zusätzlich zu einer CTPA empfohlen. 3B. Empfehlung Ventilationsperfusionsszintigraphie. Es wird empfohlen, eine Lungenembolie ohne weitere Diagnostik auszuschließen, wenn eine Ventilationsperfusionsszintigraphie unauffällig ist. 1a. Eine Lungenembolie sollte ohne weitere Diagnostik angenommen werden, wenn die Ventilationsperfusionsszintigraphie eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine LE hat. 2ab. Eine nicht-diagnostische Ventilationsperfusionsszintigraphie sollte in Kombination mit einer negativen proximalen Kompressionsultraschalluntersuchung oder bei einem Patienten mit unwahrscheinlicher Lungenembolie als LE-Ausschluss gewertet werden. 2AB. Ventilationsperfusionsspekt. Ein Ventilationsperfusionsspekt kann zur Diagnostik der Lungenembolie eingesetzt werden. Klasse 2BB. Kompressionsultraschall. Es wird empfohlen, die Diagnose einer venösen Thromboembolie und oder LE zu stellen, wenn eine Kompressionsultraschallsonographie eine proximale tiefe Beinventrombose bei einem Patienten mit klinischem Verdacht auf eine LE nachweist. Zeigt eine Kompressionsultraschallsonographie nur eine distale tiefe Beinventrombose, sollten weitere Untersuchungen zum Nachweis einer LE durchgeführt werden. 2AB. Wird ein positiver Kompressionsultraschall zum Nachweis einer Lungenembolie eingesetzt, sollten Schweregrade für ein risikoadjustiertes Management erfasst werden. 2AB. C. Empfehlung zur MR-Angiografie. Eine MR-Angiografie wird zum Ausschluss einer LE nicht empfohlen. 3a. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation im European Heart Journal bzw. downloaden auf der Seite der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie.